Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf dem PTU der Alpha 3.16. Es gab einen neuen Patch und ja, es ist ein wunderbarer Tag, denn ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, wann immer ich irgendwie in Arkop früher unterwegs war, auch ganz früher noch, als der Planet noch gar nicht richtig da war, sondern nur dieses Modul, dieses Stadtmodul, bin ich immer wieder am Krankenhaus vorbeigelaufen und habe gesagt, eines Tages werden wir hier ins Krankenhaus hineingehen können und ja, was soll ich sagen, der Tag ist heute. Es ist endlich offen, dieses Krankenhaus, wo wir schon so lange drauf warten, in der Area 18. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam rein in diesen Let's Show und schauen uns das Ganze mal im Detail an. Kurzer Hinweis noch dazu. Das ist jetzt ganz frisch auf dem PTU draufgekommen. Und es kann sich nochmal durch das eine oder andere ändern. Es wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir nicht mehr, wenn wir Arkop auswählen, auf dem Live-Server dann später vor allem, nicht mehr dazu führen, dass wir oben in der Raumstation spawnen, sondern wirklich dann auch hier unten entsprechend auch unseren Respawn haben, ja, in dieser neuen Respawn-Location. Bevor wir jetzt reingehen, noch ein kleiner Hinweis zum PTU-Patch, dem neuen hier. Es gibt jede Menge Änderungen. Wir gucken uns jetzt hier, wie gesagt, das Krankenhaus an, im nächsten wieder dann den Dying Star, also die neue Arena-Commander-Map, die so an Pyro erinnern soll. Und werden heute Abend mit einem Livestream um 17 Uhr anfangen. Brauchen heute mal ein bisschen mehr Zeit. Gibt auch heute nochmal doppelte Stars, einfach zur Feier des Tages, denn wir haben heute das Roadmap-Update. Und wir werden uns heute die ganzen Änderungen nochmal im Detail angucken auf dem Livestream. Wir haben große Änderungen bei Jumptown 2, wir haben viele Gameplay-Updates. Ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Wird bestimmt sehr, sehr cool werden. So, nun aber zum Krankenhaus. Hier vorne geht's rein. Das ist direkt hier am Plaza, ne? Da vorne ist der Weg hier zum Flugtaxi quasi. TTD hier alles da. Und hier geht's hinein. Und ja, es sieht erstmal sehr arkorpig aus, würde ich sagen. Hier unten so schöne Belichtung. Health Services Empire steht dran. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welchen Namen das hatte. Bin ich mir gerade ehrlich, ja, wie hieß es, Empire? Empire Health Service? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, hier haben wir den Wartebereich, hier ist die Lobby quasi, die Rezeption, die Waiting Area, wo dann die, ja, die Gäste warten können. Hier können wir uns also auch anmelden, ne, Check-in machen. Ob das schon geht hier, probieren es direkt mal. Kann man ein Zimmer zuweisen lassen. Willkommen Knebel, geh zu Floor 4, Room 5. Das merke ich mir mal, Floor 4, Room 5, gehen wir gleich hin. Hier unten ist auch gleich die Pharmazie, ja, also die Apotheke und auch der Insurance-Bereich. Das heißt, wir können hier uns den Respawn sichern, wenn wir das gerne möchten. Habe ich jetzt natürlich schon gemacht, weil ich bin hier gerade eingeloggt. Aber theoretisch hier könnte man es sichern. Und so sieht es dann hier auf dem Bild aus. Empire Health Service Med Station. Das ist der Name offenbar. Ich dachte immer, es hieß anders. Da, jetzt habe ich es gesehen. Olympus, ja gut. Olympus Principal, das ist das Krankenhaus. Sorry. Ich hab's verdrängt. Das in Lorville hieß Maria, das fällt mir immer sofort ein, aber hier den Namen habe ich echt verdrängt. Ja, einige Schildchen hier dran, viele NPCs am Start und hier gibt's Medizin, ne? Multitool, also hier das Medic Multitool in Aufsatz und die Medgun und, wenn es denn lädt. Ah, wie gesagt, ist noch ganz frisch auf dem PTU. Egal, das kennen wir ja schon, das ist ja nichts Besonderes. Medizin kaufen geht hier natürlich nicht, ne? Gut, das hier können wir, glaube ich, nehmen. Dieses... Ach nee, das war wieder das Display. Na gut. Ja, ist alles ganz normal, wie gehabt hier bei den Displays. So. Ein recht kleiner Bereich tatsächlich hier. Es sieht von außen größer aus, als es ist. Vorbei. Wir haben natürlich hier die Fahrstühle. Und da sollen wir jetzt in den Floor 5 gehen. Hallo? So. Floor 5. Nee, Quatsch, Floor 4 war es. Was ist mit ihm denn hier los? Ja, ich sehe schon, der muss dringend mal zum Arzt. Da steht ja auch direkt vorm Display, oder? Nee, da ist Display. Wie viele Flore haben wir? Oha, 9 Stück gibt es. Das ist natürlich eine ganze Menge. Ich würde gerne mal erstmal ganz nach oben fahren. Mal gucken, ob wir irgendwie eine Aussicht haben. Das hoffe ich natürlich sehr. Dass wir irgendwie Fenster haben zum Rausgucken. Und da will ich natürlich dann von ganz oben mal über die Stadt gucken, wenn es denn funktioniert. Oh ja, es funktioniert. Ich habe es gehofft. Ich habe es gehofft. Fantastisch. Das ist halt wirklich cool, dass man halt auch mal... Ich meine, das ist jetzt... Ich weiß, Krankenhaus ist jetzt vielleicht nichts mega krasses, ne, zugegeben. Aber ich finde es cool, begehbare Gebäude zu haben. Das Krankenhaus ist nur eins von vielen begehbaren Gebäuden, auch in Arkorp. Und es ist halt geil, hier so rauszuschauen. Es gibt mir jedenfalls dieses geile Coruscant-Feeling. Man fühlt sich wirklich so,
wie in Star Wars. Es sieht auch sehr, sehr ähnlich aus. Also dieser Stil hier, der ist wirklich sehr Coruscant-mäßig, finde ich, persönlich. Und ja, es ist einfach nice gemacht. So, und dann gibt es dann die Block A und Block B Gänge quasi. Ja, die sind jetzt nicht allzu groß. Also sie haben es jetzt nicht übermäßig groß gezogen, wie ihr seht. Personal only. Da hinten kann man auch später weitermachen wahrscheinlich. Das wird sich sicherlich genauso wie auch die anderen Krankenhäuser noch entwickeln. Und ja, es ist halt so, wie es immer ist. Sie lassen sich noch jede Menge Luft nach oben, um dann später darauf zurückzukommen und neue Mechaniken einzubauen. Wir wissen ja, dass Medical Gameplay in Richtung später gehen wird. Warte mal kurz, Floor 4. In Richtung bionische Arme oder was weiß ich, ne, verschiedene Behandlungszimmer und dies und das und jenes gehen wird. Und insofern muss man sagen, ist es auch richtig, dass sie den Platz lassen, denn noch nicht alle Spielmechaniken sind im Spiel. Das Medical Gameplay hat ja gerade mal angefangen, ne? Und Aussagen. Hier nochmal die Aussicht vom vierten Stock. Ja, ist ein bisschen niedriger, aber nicht allzu viel. Aber es ist schon ein Unterschied. Ja, und hier unten auch schön, dass hier unten, das sind die Space Taxis, mit denen wir auch angefahren kommen. Das heißt, man kann, da hinten ist der Spaceport wahrscheinlich, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, sieht aber so danach aus. Das heißt, wenn man vom Spaceport kommt, kann man hier oben reingucken, theoretisch, und kann schon mal winken zu seinem Gast, den man gleich besuchen will. Das ist doch nett. So, okay, dann gehen wir mal hier durch. Also, Räume 404 bis 406, wir wollen in die 405 rein. Das ist also hier rechts, ich kann mal kurz hier lang gucken. Ja, ist doch schick. Haben sie schön gemacht. Die einzelnen Räume. Ihr wisst ja, ne, in diese hier, also man kommt hier nur rein, wenn man auch wirklich ein Zimmer gebucht hat. Das ist auch dann der Weg. Also wenn ihr Verletzungen habt, dann müsst ihr euch immer erstmal unten ein Zimmer quasi organisieren. Dann sagt ihr euch wohin. In dem Fall jetzt den Raum Nummer 5. Das ist hier rechts wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann da reingehen. Und dann könnt ihr euch dort selbst behandeln. Die NPCs machen ja noch nichts. So, gehen wir mal rein. Oh ja. Ja. Doch, ist gut gelungen, oder? Ich finde, ich bin zwar kein Fan von diesen Türkis, aber das ist wahrscheinlich einfach so ein Krankenhausding, ne? Hier haben wir irgendwie einen Kühlschrank für Medikamente oder sowas. Das sieht ein bisschen danach aus. Dann haben wir hier ein Schränkchen, um seine Klamotten abzulegen später mal, zum Beispiel. Dann gibt es hier wahrscheinlich ein Badezimmer, ein kleines. Ja, man kann auch nicht reingucken. Man weiß es nicht, was es ist. Wahrscheinlich. Kann auch ein Ausgang sein für einen Arzt oder so, keine Ahnung. So, hier ist irgendwie so ein Trittgerät, da kann man ein bisschen üben. Ne? Ein bisschen wieder auf die Beine zu kommen quasi und dabei rausgucken. Ach, das ist wirklich schön. Das ist wirklich nice. Und ihr seht, wir haben auch wirklich die gleiche Aussicht nach hinten. Also auch hier wieder die Straße vor zum Spaceport. Wunderbar. Hier ein bisschen Medizin, Utensilien, ein Waschbecken. Ja, ein Sitz für einen Arzt und natürlich hier die medizinischen Utensilien zum Beleben, zum Heilen, zum Medikamente verabreichen und. Hier der digitale Assistent, ja, wo man erstmal hier vielleicht, bevor man sich hinlegt, mal gucken kann. Geht aber auch dann natürlich, wenn man einfach im Bett selber drin liegt. So. Das kennen wir schon. Das ist normales Medical Gameplay. Das hier ist ein Krankenhaus. Das heißt, wir haben hier das Tier 1 Bett und Tier 1, nochmal zur Erinnerung, heißt, die höchste Verletzungsstufe kann hier geheilt werden. Also die schlimmsten Verletzungen von Bein schwerst gebrochen bis Bein ab geht hier, wird hier alles wiederhergestellt. Ich lege mich jetzt mal hier hin. Lie down. Und dann sehen wir das Ganze mal. Upsala. Ja, fährt's hoch, so wie wir das kennen, ganz normal. Bildschirm über uns. Ja. Es ist halt ihre Mechanik, die sie jetzt hier haben. Das muss man ihnen lassen, das haben sie schon ganz gut gemacht. Auch wenn es noch hier und da ein bisschen rumbuggt. Das übliche Zeug, man kennt es. Hier können wir auch einen Respawn unsichern. Ihr seht hier, es buggt noch ein bisschen rum, es fährt dann wieder hoch und runter. Medical Care. Na, kann ich mich jetzt hier voll spritzen mit irgendwelchen Zeug. Threatment. Medication. Kann ich mir ja geben, was ich will. Mach ich es nicht, ne? Aber ihr kennt das ja, ist ein normales Medical Gameplay. So, wenn wir dann hier fertig sind, dann können wir wieder raus. Hallo, Spiel. Ah, dieser wunderbare PTU. So. Zack. Und dann haben wir es auch schon hier geschafft. Ne? Dann kann man wieder runtergehen und weiterspielen. Einige sagen immer, das Medical Gameplay wäre viel zu aufwendig. Aber die Sache ist, das ist ja gewollt. Ne? Es ist ja nicht so gedacht, dass man immer über alles hinweg sieht und einfach schnell durch. Es ist halt kein Arcade-Spiel. Geht das ja eigentlich mittlerweile? Nee.
Ist halt kein Arcade-Spiel. Es ist halt ein, ja, recht zeitfressendes MMO. Oder soll jedenfalls ein sehr zeitfressendes MMO werden. Und insofern muss man damit auch ein bisschen klarkommen, dass man hier entsprechend, wenn man mal im Krankenhaus ist, dann auch nicht so schnell wieder draußen ist. Wobei es schon immer noch relativ schnell geht. Wirklich mit dem Real Life. So, was macht sie hier? Ah, guck mal, die tut nur so, als würde sie arbeiten. Erwischt. Display ist nämlich aus. Ja, naja. Auf jeden Fall ein schönes Krankenhaus, wie ich finde. Und wie gesagt, ich freue mich sehr. Es ist so schön nostalgisch, weil man halt früher... viele wissen das gar nicht. Früher in der alten Alpha 3.0 oder 2.6, da gab es noch, lange bevor es den Planeten Arco überhaupt im Spiel gab, da gab es dieses Stadtmodul. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich glaube, es hieß einfach nur Area 18. Da konnte man reingehen und konnte sich ein bisschen umgucken. Da gab es aber sonst nichts. Es war wie das Hangar-Modul, so ein ausgelagertes Modul. Es war nicht mit dem Verse verbunden. Und da gab es auch schon dieses Krankenhaus, wo man aber auch noch nicht rein konnte. Und dann kam der Stadtplanet A-Corp mit Area 18. Und da fehlt es aber auch noch. Da war es halt einfach zu. Ne? Könnt ihr auf dem Live-Server gucken, was dann hier ist. Das ist einfach verschlossene Tür. Es ist übrigens komisch, dass es immer offen ist. Es müsste eigentlich auch noch zugehen. Vielleicht noch ein bisschen buggy gerade, oder sie haben es offen gelassen wegen NPCs. Das ist hier alles zu. Auf dem Live-Server könnt ihr schauen. Und nun ist es halt nicht offen. Das ist halt wirklich so super mega nostalgisch. Naja, habt ihr das mal gesehen? Ich freue mich auf jeden Fall, dass es da ist. Und im nächsten Video schauen wir uns dann die neue Arena Commander Map Dying Star an, die auch ein komplettes Rework bekommen hat. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video und spätestens dann heute Abend zum Roadmap-Update und wir werden ganz, ganz viel am Patch probieren. Wie gesagt, es hat sich viel getan, auch mit Jumptown 2 und werden uns das heute Abend nochmal im Detail im Livestream angucken und zwar um 17 Uhr. Denkt dran, wir fangen heute ein bisschen eher an, um einfach Zeit zu haben für den ganzen Kram. Es ist wirklich, wirklich viel und ja, bis dann. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for. Does the sun go down?